Moin moin meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Need for Speed Payback Video und zwar ein Rennen. Ja, das haben wir vorher ja noch nicht gesehen gehabt. Wir hatten ja vorher diesen Highway Heist, das war ja so eine cineastische Mission eher. Und jetzt seht ihr mal ein ganz normales Rennen, wie eben die ganz normalen Rennen in dem Spiel ablaufen. Wir haben wieder 3, 2, 1 und Rennen und wie man es eben gewohnt ist. Und es gibt auch noch solche Extra-Ziele in den Rennen teilweise. Ich konnte gestern sehr viel Need for Speed zocken, bestimmt eine halbe Stunde, Stunde und konnte sehr viel sehen. Das konnte ich allerdings leider nicht aufnehmen. Dieses Rennen konnte ich aufnehmen. Und das, was ich ansonsten noch zocken konnte mit Verfolgungsjagd, mit Teilen suchen, mit all so Sachen, das Offroad-Rennen, das seht ihr dann wahrscheinlich noch ein bisschen später erst. Deswegen jetzt erstmal nur dieses ganz kurze Video mit dem BMW M5, der jetzt neu angekündigt wurde. Der ist also im Spiel. Und einfach mal ein ganz normales Rennen, dass man auch mal sieht, wie die so ablaufen. Und eine Sache, und das ist eigentlich auch das Wichtigste und fast das Einzige, was ich zum Thema Need for Speed Payback sagen will. Erstens, ich bin mir jetzt schon hundertprozentig sicher, dass es um einiges besser wird als der letzte Teil. Einfach wie es ist. Es ist wirklich, wird, glaube ich, wirklich um einiges besser. Optisch, vom Gefühl her, von den Möglichkeiten her, von den Missionen her, von der Story her. Es wird, glaube ich, einfach um einiges besser. Und die zweite und mir ganz wichtige Sache, weil das Thema Handling bei Need for Speed 2015 ein sehr großes Thema war. Das Handling sieht ähnlich aus, ist aber komplett anders. Und zwar ist einfach wichtig zu sagen, bei Need for Speed 2015 hattest du dieses in den Drift gehen, wenn du um Kurven gefahren bist. Das Problem bei Need for Speed 2015 war aber, sobald du in den Drift reingekommen bist, hattest du nicht mehr so richtig Kontrolle über den Wagen. Wenn am Ende der Kurve ein Auto kam vom Verkehr, konntest du das Auto nicht so präzise steuern, dass du drumherum steuern konntest, sondern bist da reingeknallt. Und der entscheidende Unterschied ist, dass du zwar in Need for Speed Payback auch so eine arcadic, driftige Steuerung hast, aber dass du das Auto komplett und jederzeit hundertprozentig unter Kontrolle hast. Du kannst genau bestimmen, will ich jetzt einen Drift einleiten und wie will ich den einleiten. Du kannst jederzeit wieder rausgehen und du hast viel mehr Kontrolle darüber, wo geht der Wagen lang und du hast das Auto eben im Griff. Und das ist der entscheidende Unterschied und deswegen ist das Handling bei Need for Speed Payback meiner Meinung nach sehr viel besser. Das ist einfach das wichtigste Thema auch zu dem Thema erstmal. Zum Thema Need for Speed. Ich würde mich über ein Däumchen freuen und wie gesagt, eine ganze Menge mehr gibt es dann noch demnächst. Soweit also erstmal zum Payback. Die Essenz des Tages ist jedenfalls von mir nach einer Stunde oder so zocken mit verschiedensten Sachen, Offroad-Rennen, Tuning, Polizeijagd und so weiter. Es wird ein deutlich besseres Need for Speed als das letzte. So viel dazu. Liebe Grüße an euch. Lasst ein Däumchen da. Euer Walle.